Tonstudio für den Budde Musikverlag. Songschreiber produzieren einen Popsong. Benjamin Budde möchte den Song auf dem holländischen Markt anbieten. Als unabhängiger Verleger braucht er ein gutes Gespür dafür, welche Musik morgen gehört wird. Und er muss sich gegen die großen Konzerne behaupten. Was ist sein Konzept? Man kreiert einen klassischen Song und im Nachhinein oder auch schon vorab überlegt man sich eben, in welche Richtung dass man das produzieren kann. Und dadurch, dass ich gerade eine sehr große Ausrichtung habe in die elektronische Musik. Da muss man sagen, warst du auch echt so, da haben wir dich noch am Anfang ein bisschen belächelt. Stimmt. So, mit deiner Elektromusik. Ey, so. Ja. Stimmt, das war, da warst du echt früh dabei, sozusagen, hast du gut erkannt, so, wo die Impulse der Musik so hingehen. So. Genau, und da habe ich dann halt angefangen, sehr viele Kontakte zu machen, auch in Amerika, aber auch eben hier mit den europäischen Künstlern und also DJ-Projekten. Benjamin Budde geht als Verleger neue Wege. Aus allen Teilen der Welt lädt der Songschreiber ein, um Hits für Stars wie Udo Lindenberg zu schreiben. Das Verlagshaus in Berlin. Tochterfirmen hat das fast 70 Jahre alte Familienunternehmen weltweit. Und viele Auszeichnungen. Ihr ganzer Stolz, Gold für Alphaville. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten sie mit der Band zusammen und sind weiter auf Erfolgskurs. Ja, das ist die erste Auszeichnung, die ich bekommen habe. Das war für das Album und die Single für Ivy Cueno. Das war aus der ersten Staffel The Voice of Germany. Da sind wir vorher nach Amerika geflogen und hatten mit Autoren eine Art Songwriting-Camp gemacht. Um die Stars von früher kümmert sich sein Vater. Sein Herz gehört den Oldies, Legenden wie Elvis Presley und Bill Withers. Rechte, die schon sein Großvater für den Verlag erwerben konnte. Gecovert werden sie noch heute und bringen dem Verlag Einnahmen. Ja, der Wechsel der Generationen war eben oder ist heute ein ganz anderer, als den ich erlebt habe. Mein Vater ist leider gestorben, als ich gerade Abitur gemacht habe. Das heißt, da gab es keine Übergabe. Heute sozusagen freue ich mich wahnsinnig, mit meinem Sohn zusammenzuarbeiten und ihn begleiten zu können. Natürlich, wenn man kreativ tätig ist, geht man Risiken ein. Benjamin Budde und sein Team bewerten das Demo eines Musikers. Knapp 50 Songschreiber hat er bisher unter Vertrag genommen. Doch für ein Familienunternehmen zu arbeiten, ist nicht einfach. Als Sohn oder Tochter in einen Familienbetrieb einzusteigen, ist glaube ich, immer schrecklich. Die Kollegen machen es einem meistens nicht einfach. Und so war es bei mir auch. Also ich bin hier reingekommen und musste eben ganz genau aufpassen, was ich verändern möchte, wie doll schlage ich auf wie integriere ich mich am besten. Und hier waren eben Mitarbeiter, die schon für meinen Großvater gearbeitet haben. Álvaro Soler ist Songschreiber und Sänger. Benjamin Budde managt ihn. Er bespricht mit ihm die kommenden Konzerte. Für einen seiner Sommerhits hat Budde den Spanier sogar mit Jennifer Lopez zusammengebracht. Das Gute an Benny ist halt, er ist sehr jung, wie man sieht, aber er hat sehr viele Kontakte und er geht auch einfach hin und hat keine Angst, jemanden anzusprechen, der vielleicht da weit oben ist. Und das ist auch ganz cool. Weil die Oberbaumbrücke in Kreuzberg, der Berliner Bezirk mit den meisten Musikclubs. Mehrere Konzerte stehen heute auf dem Plan. Hier entscheidet Benjamin Budde, wer zum Verlag passt. Und dafür hat er klare Kriterien. Was bringen die Komponisten und was bringen die Künstler schon vorab mit, ohne uns und ohne unsere Hilfe? Und wie können wir uns dann auch einbringen? Das ist auch natürlich ein interessanter Part von uns. Manchmal natürlich, wenn es komplett perfekt und rund ist, ist es auch schön. Aber wir gucken uns eben ganz genau an, wo kann man vielleicht helfen, am Text noch ein bisschen dran rumzufeilen. Vielleicht die Kombination eben mit anderen Songschreibern. Im Privatclub spielt die Band Fly Cat Fly. Berliner Musiker, die mit ihrem neuen Album ganz groß rauskommen wollen. Benjamin Budde sucht nach einem bestimmten Sound. Und die Auswahl ist groß. Denn in den Berliner Clubs tummeln sich noch viele unentdeckte Talente.